Liebe Motorsportfreunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Selo TV Informationsstand aus und zum zweiten Tag der 37. Autocross-Europameisterschaft hier in Selo. Gestern haben wir für Sie die Vorläufe und die Qualifikationsläufe miterlebt und auch heute wollen wir Ihnen wieder zeigen, was den Motorsport hier in Selo Jahr für Jahr wieder zu dem Ereignis in der Region schlechthin werden lässt, nämlich geschwindigkeits- und actiongeladene Rennen. Ich wünsche nun viel Spaß dabei. Heute am Hauptrenntag sind natürlich auch wesentlich mehr Zuschauer vor Ort und bei diesem schönen Wetter kommt so ein bisschen was wie Volksfeststimmung auf. Selbstverständlich haben wir versucht, diese Stimmung für Sie einzufangen. Ja, und neben mir steht jetzt ein eingefleischter Motorsport-Fan, ein eingefleischter Autocross-Fan. Ja, was macht es für Sie, kommen ja von ziemlich weit her, was macht es für Sie so interessant, fast durchs ganze Land zu reisen, um an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen? Was es so interessant macht, sind viele Leute kennenzulernen, viele Bekannte zu treffen, sehr schönen, sehr gepflegten Motorsport zu sehen. Und dafür nimmt man alles in Kauf und fährt also auch mal über 600 Kilometer aus dem Ruhrgebiet hier nach Selo, um diese sehr schöne Veranstaltung wieder erleben zu dürfen. Es ist unser drittes Mal, dass wir hier in Selo sind und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir hierher kommen, um diese Top-Veranstaltung begleiten zu dürfen. So viel also zur guten Stimmung hier auf dem Platz und vor allen Dingen am Start. Es ist schon etwas ganz Besonderes, diese Starts hautnah mitzuerleben. Die Geräusche, der Lärm, die Motoren, die Auspuffe, es ist alles unbeschreiblich. Aber wir wollen natürlich auch mal sehen, wer außer der guten Laune noch etwas anderes mit nach Hause nimmt, sprich Punkte und Preise.